am Morgen die Werksirene dröhnt und die Stechuhr beim Stechen lustvoll stöhnt. Vegan ist ein fleißiger Zwerg aus Thorins Halle. Täglich verrichtet er treu und brav seine Arbeit und geht seiner Leidenschaft nach. Ab und an ein Bierchen trinken. Und dann passierte es. Ein Elb kommt des Wegs und will sich zu ihm an die Esse stellen. Vegan wird wütend und schimpft los. Ja, du Hotternump, du Kreisliger. Schaust du, dass du gleich schleichst? Das ist meine Esse. Hau bloß ab da, du Hund, du Kreisliger. Gleich zirke dich an deine Ohrwaschen. Das ausschaust wie der Jumbo. Ich werd da verrückt hier herinnen. Hau bloß ab, da nimmer gehst. Da, schau, da hier gehst, da ist dein Zeig. Der Elb starrt ihn entsetzt an und verspottet ihn. Vegan ist wütend und schimpft noch etwas. Dann fällt er tot um. Und so kam unser Zwerg in den Himmel. Dort traf er auf Petru Sala. Sieh an, ein kleiner Gartenzwerg. Nun sag mal. Petru Sala machte ihn mit den himmlischen Hausregeln vertraut. Von morgen 8 bis mittags 12 frühe Locken. Von mittags 12 bis abends 20 Uhr Hosianna singen. Hier hast du deine Harfe. Hä? Was hast du gesagt? Was soll ich machen? Von morgen 8 bis mittags 12 frühe Locken. Von mittags 12 bis abends 20 Uhr Hosianna singen. Ja, und wann kriege ich dann was zum Trinken? Du wirst irgendwann schon dein Bittel Bier bekommen. Ja, sauber, das wird aber eine fade Geschichte. Und ich hätte gedacht, ich bin im Himmel. Da brauchst Mahlzeit. Daraufhin geht Vegan auf seinen Platz, um mit dem Frohlocken zu beginnen. Halleluja! 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 Hosianna! 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 Und während Vegan mehr oder weniger fröhlich frohlockt, kommt ein etwas geistig umnachteter Himmelsbewohner des Weges. Psst, hey, hast du was zum Trinken? Hä? Eine Häube, ein Schluck, ein kleines Lagerl vielleicht, hä? Irgendwas zum Saufen? Ja, was soll jetzt das? Ja, dann hast du halt nichts zum Trinken. Kannst du gleich sagen. Psufiger Hund, Psufiger. So, ja, schau bloß ab. Oh, ich krieg die Wut. Mann. Da hast du halt nichts zum Trinken. Schleich die. Junge Borniger. Ja, sowas aber. Vegan setzt sein Frohlocken fort. Halleluja! Halleluja! Und dann sieht er plötzlich einen Händlerengel auf sich zukommen. Hallo, du Blumenkaufin. Ja, hallo, was ist denn das für ein Gesperr? Ja, sag's mal, gibt's euch da hier oben ein? Ich hätte gedacht, die bin ich nie. Schau bloß, dass abhaust. Da hinten sind ein paar so harte Grischmas da. Vielleicht kannst du den Blumen verkaufen, aber ich hab mit dem Gespräch, mit dem Grünfutter da überhaupt nichts zum. Hau bloß ab, du! Bazi, du der Ländiger! Blume kaufen! Kommt die schon wieder? Komm, du Blume kaufen!
Nein! Oh. Schöne frische Blume. Kinder, da kannst du eine Blume verkaufen. Okay. Dieses Quäl da, dieses Talentige. Haut bloß ab! Da sollst du in Ruhe Halleluja singen. Und da kommt so ein Geschwerl daher. Mann, oh Mann, oh Mann. Halleluja, sag ich. Gut Zement, Halleluja. Halleluja, sag ich. Zackel Zement, Halleluja. Kreuz, gut sei fix, Halleluja. Halleluja, sag ich. Himmel, Herrgott, kreuz, gut sei fix, Halleluja. Halleluja. Das mag ich nicht mehr. Halleluja, sag ich. Bigan beginnt erneut zu frohlocken. Allerdings steigert er sich so sehr hinein, dass Petrusala aus ihrem Schlaf erwacht und zugleich einen Engel losschickt, um ihn zu sich zu rufen. Bigan tritt vor Petrusala und wettert gleich los. Was singe soll ich da heroben? Ja, wie stellst du dich davor? Ich hock da unten und sing und dann kommt so ein psuffiger Heidi daher und der fegt mich da an, ich soll ihm was zum Trinken geben. Was haben wir denn da oben? Und dann, das größte Gipfel ist ja, da kommt da so ein Geschachtel rüber, oder so ein blindiger Blumenhandler und will mir eine Rosen verkaufen. Ja, der soll sie doch schleichen, die habe ich schon da unten gefressen gehabt und jetzt da oben auch schon wieder. Ja, wird's aber Zeit, dass ich da oben bin, ein bisschen Ordnung mache. Ja, Grütze find und trinken, hat er gesagt. Zum Trinken kriege ich ein Seidele. Ein Seidele. Sagt mal, habt ihr noch nie einen durstigen Zwerg gesehen? Ich brauche einen gescheiten Krug zum Trinken und nicht so ein Seidele. Ein Seidele kannst du selber saufen. Wird Zeit, dass ich rum ein bisschen Ordnung schaffe. Petrusala schüttelt mit dem Kopf und überlegt einen Moment. Dann sagt sie, mein lieber Bigan, hier oben im Himmel ist wohl doch nicht der rechte Ort für dich. Ich habe einen wichtigen Auftrag als Botschafter für dich zwischen uns und dem Zwergenkönig. So kommst du wieder in den Genuss, deine alte Heimat zu besuchen. Und hier habe ich auch schon den ersten göttlichen Brief für dich. Bigan ist sichtlich baff vor Freude. Er nimmt den Brief auch sofort entgegen und macht sich auf den Weg. Er kommt an seiner Stammkneipe vorbei und da er immer noch riesigen Durst hat, kehrt er auch unverzüglich ein. Als Bigan die Kneipe betritt und seinen Stammplatz leer vorfindet, läuft er sofort auf ihn zu, setzt sich und trinkt den ersten Krug. Und dann noch einen und noch einen. Und so sitzt er heute noch da. Und der König der Zwerge wartet immer noch auf seine göttlichen Eingebungen.